Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge aus dem Premium-Laden. Die aktuellen Angebote heißen Jahrestagsangebote, die gelten vom 11. April bis zum 15. April. Gemeint ist der dritte Jahrestag des europäischen Servers. Wargaming feiert sich selbst und ob wir auch was zu feiern haben, das werden wir gleich sehen. Und hier ist in Fett geschrieben, man solle beachten, dass die Ressourcenangebote mit Credits hier zu einem günstigen Kurs von 666 Credits pro Gold anstatt der üblichen 400 Credits für ein Gold berechnet wurden. Man denkt im ersten Moment, wow, cool, das ist ja mehr als sonst, aber ich glaube, es ist relevant, da man ja hier nicht mit Gold bezahlt, sondern mit Euro. Und beim zweiten Mal nachdenken habe ich dann gedacht, ist das nicht eigentlich schlechter? Weil das bedeutet ja, dass die Credits, die man hier bekommt, weniger Gold wert sind. Naja, schauen wir es uns mal an. Die ersten beiden Angebote enthalten Panzer, die im normalen Shop oder auch im Spiel nicht zu haben sind. Hier steht dann Sonderveranstaltungsfahrzeug bei Preis. Man hat also keinen direkten Goldpreis, mit dem man die vergleichen kann. Ich würde sagen, ein schwerer Panzer Tier 5, ähnlich wie der Churchill, würde ich jetzt mal so mit 1500 Gold bewerten. Man hat also hier im ersten Angebot Panzer, 1500 Gold, dazu ein Garagenstellplatz, 30 Tage Premium-Spielzeit, die 2500 Gold wert sind und eben nochmal 5500 Gold. Ich komme also hier auf einen Wert von 9800 Gold für 3560 und das erschließt sich mir überhaupt nicht, denn man bekommt doch für 3595 10.000 Gold, also das ist ungefähr so derselbe Wert. Und wenn man das jetzt runterrechnet, dann ist das hier ein Euro-Wert von 35,55. Man legt also 5 Cent nochmal drauf. Man hat hier überhaupt keinen Rabatt und man bekommt nur 275 Gold pro Euro. Eher ein schlechtes Angebot. Das zweite Angebot, der KV5, auch das ist so ein Fahrzeug, was hier Sonderfahrzeug genannt wird, wo wir also keinen direkten Goldpreis haben. Es ist ein schwerer Panzer der Stufe 8 und ich bin nicht sicher, wie man den einordnen kann. Ist der wirklich so wie ein T34? Kann man den 12.000 Gold wert geben oder ist es weniger? Ich bin mir nicht sicher. Ich fange mal an mit großzügigen 12.000 Gold. Dazu ein Garagenstellplatz, wieder Premium-Spielzeit, 30 Tage und 3500 Gold. So, dann habe ich hier einen insgesamten Goldwert von 18.300. Das umgerechnet in Euro wären 65,28 und ein Angebot für 49,95 ist wirklich gut. Es wäre eine Ersparnis von 23% und man bekommt hier 366 Gold pro Euro. Wenn man nun aber sagt, dass der ein bisschen günstiger ist, weil er nicht so gut ist wie ein T34, nehmen wir mal an, der wäre jetzt nur 10.500 Gold wert, dann kommen wir hier insgesamt auf 16.800 Gold. Auch das sind noch 59,84, die Ersparnis dann 16% und unterm Strich 336 Gold pro Euro. Auch das wäre dann noch ein gutes Angebot. Eisenkarl gibt dem KV5 sogar nur 7500 Gold. Das war der ursprüngliche Preis, für den der KV5 auch mal im Spiel zu haben war. Und damit ist es dann ein ähnliches Angebot wie das Paket 1. Eisenkarl kommt da auf 276 Gold pro Euro. Die beiden KV-Pakete, die leben von der Seltenheit, denn die beiden Panzer sind eben nicht immer erhältlich, sondern nur so zu Aktionszeiträumen. Aber man kann im Forum auch lesen, dass sich Leute beschweren und sagen, ja, der wurde im letzten Jahr irgendwie viermal in so einem Aktionsrahmen verkauft. Also ganz so selten ist er dann doch nicht. Die nächsten vier Angebote sind allesamt nur Gold- und Credits-Pakete. Und dann denke ich, nanu, das hatten wir doch neulich erst. Da gab es 12.000 Gold, 12 Millionen Credits für 99,99. Und das war ein ganz gutes Angebot, weil ja der Wechselkurs Gold in Credits relativ schlecht ist. Wo ich sagte, ja, muss man das machen? Kann man das nicht selber spielen? Sollte man sich wirklich Credits für Gold kaufen? Ich weiß es nicht. Ich bin da kein Freund von und wenn ich jetzt hier den neuen, in Anführungsstrichen, Wechselkurs berechne, dann bedeutet das, dass diese 12 Millionen Credits keine 30.000 Gold wert sind, sondern nur 18.000 Gold.
Und damit kommen wir hier auf einen viel geringeren Wert, nämlich insgesamt nur 103,41 Euro. Das ergibt eine Ersparnis von 3,3% und insgesamt einen Goldwert von ziemlich genau 300 pro Euro. Also ich glaube, dass sich Wargaming hier mit dieser Formulierung, dass es ein günstigeres Wechselkursangebot ist, ins eigene Fleisch schneidet. Denn bei den anderen Angeboten, da wird das Verhältnis immer schlechter. Angebot 4, da gibt es 5.500 Gold und 5,5 Millionen Credits für 49,99. Und mit dem angesprochenen Wechselkurs von 666 komme ich hier auf einen Eurowert von 49,51. Man legt also gut 50 Cent drauf und bekommt hier nur 275 Gold pro Euro. Genauso sieht es beim nächsten, dem fünften Paket aus. 3.500 Gold, 3,5 Millionen Credits, bei mir ein Eurowert von 31,76. Und man soll hier 31,80 dafür bezahlen. Also keine Ersparnis, 275 Gold pro Euro. Und das letzte Paket, 2000 Gold und 2 Millionen Credits für 19,99, da komme ich auf einen Eurowert von 18,15 €. Und das bedeutet, man legt mit diesem Angebot tatsächlich 85 Cent drauf. Denn wir haben hier dann nur einen Goldwert von 5003 und man bekommt also hier 250 Gold pro Euro. Wenn ich jetzt hier beispielhaft nochmal bei dem letzten Angebot den Standardwechselkurs von 400 Credits pro Gold nehme, dann kommen wir also bei 2 Millionen Credits auf 5000 Gold und die sind natürlich mehr Euro wert, denn das sind dann unterm Strich 25,39, die hier für 19,99 angeboten werden. Das sind 21% Rabatt und man bekommt 350 Gold pro Euro. Insgesamt kann ich für diese vier Angebote sagen, dass wenn man den Standardwechselkurs von 400 Credits pro Gold heranziehen würde, dass es dann ein ganz gutes Angebot ist, aber eben nur, weil die Credits dabei sind und ja, von Credits kaufen halte ich ja nicht viel, aber mit dem Wechselkurs von 666 Credits pro Gold, der halt hier den Goldwert mindert, macht das irgendwie überhaupt keinen Sinn. Dann kommen wir unten noch zum PayPal-Angebot. Da gibt es in dieser Woche den T34, einen Garagenstellplatz, 3500 Gold und 30 Tage Spielzeit. Das hat bei mir insgesamt einen Goldwert von 18.300, also 63,04 Euro. Und kosten soll das 54,45 €. Die Ersparnis ist damit 13,6% und man bekommt hier 336 Gold pro Euro. Damit ist das ungefähr so wie schon in den letzten Wochen das PayPal-Angebot. Eigentlich mit das beste Angebot. Man muss halt ein PayPal-Konto haben, um das zu bezahlen. Okay, das war's dann für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Fahrt vorsichtig.